Aber wir müssen Munition liefern. Wir müssen Antipanzerwaffen liefern, Treibstoffe für Flugzeuge. All das muss zur Verfügung gestellt werden. Und es wird ein Referendum stattfinden, ein Fake-Referendum, um die weißrussische Verfassung zu ändern und dort auch Nuklearwaffen stationieren zu können. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Das verändert den Status von Ländern. Auf einmal werden sie Nuklearmächte. Wir wollen nicht, dass Belarus so sich aufstellen kann. Das ist eine starke Veränderung. Deshalb wende ich mich jetzt an das belarussische Volk. Sie sollten gegen diese Entscheidung protestieren. Sie sollten auch dagegen protestieren, dass die Aggression auch seitens Belarus gegen die Ukraine unterstützt und von dort aus vorangetrieben wird. Wir haben uns intern alle darauf geeinigt, dass konstruktive Lösungen erforderlich sind. Wir sind nur so stark, wie der Widerstand der Ukrainer ist. Wie sieht es denn hinsichtlich der Mitgliedschaft der Ukraine in der EU aus? Das steht im Moment ja gar nicht auf der Tagesordnung. Es gibt ganz praktische Dinge, die wir jetzt regeln müssen. Wir müssen eine Antwort finden auf die nächsten Stunden, nicht für die nächsten Jahre. Die Ukraine hat natürlich eine europäische Perspektive, aber jetzt müssen wir uns erst einmal gegen diese Aggression stellen. Die Welt kann es sich nicht leisten, dass ein starkes Land ein schwaches Land unterdrückt. Wir müssen alles dagegen tun. Wenn wir das zulassen würden, dann wären wir zurück im Dschungel, beim Recht des Stärkeren. Du willst nicht, was ich tue, dann töte ich dich. Du musst dich an mich halten. Das ist das Gesetz des Dschungels. Und das ist eine wesentliche Bedrohung für die EU. Und wir tun alles, um das aufzuhalten. Wie sieht das denn mit Moldawien und Georgien aus? Georgien liegt etwas weiter weg und es grenzt nicht an die Ukraine. Was können Sie jetzt hinsichtlich der Beziehungen sagen? Wir tun alles, um die Ukrainer zu unterstützen.